Hallöchen, ihr Lieben! Heute gibt's ein ganz besonderes Rezept, denn wir machen weiter mit Kapitel Nummer 2 des San Sebastian Cheesecakes. Ihr wisst ja alle, seit dem letzten Video haben wir da so ein bisschen was losgetreten. Nur ein bisschen, ganz milde ausgedrückt. Und für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich glaube, das sind die wenigsten unter euch, erzähle ich jetzt noch mal ganz kurz die Geschichte von Anfang an. Es hat so begonnen. Hamza und ich haben uns verliebt, verlobt und dann verheiratet. Anschließend sind wir nach Antalya in den Urlaub geflogen. Das waren die Flitterwochen. Uns war es zu kalt in Antalya, also sind wir im Inlandsflug einmal rüber nach Istanbul. Istanbul hat uns so verzaubert, dass wir im September wieder nach Istanbul geflogen sind. Und dann habt ihr mir geschrieben, Kiki, probier den San Sebastian Cheesecake, der ist so lecker. Und ich habe gesagt, nein, ich will keinen verbrannten Cheesecake essen, das schmeckt doch nicht. Hab ihn probiert, hab mich verliebt und hab ihn dann in Deutschland einmal rekonstruiert und nach meinem eigenen Rezept nachgebacken. Und dann haben wir den Hype aller Hypes ausgelöst und die ganze Backwelt von Deutschland backt diesen San Sebastian Cheesecake. Und Props gehen raus an alle, die mich markiert haben, alle, die es geteilt haben. Ich habe auch immer fleißig repostet und ich kann auch hier gerne noch mal ein paar Reposts einfügen. Und jetzt geht's weiter mit Chapter 2. Das heißt, das Kapitel geht weiter. Wir haben uns jetzt überlegt, wir machen den Schoko-San Sebastian Cheesecake. Das war meine Idee, hier, ne? Deine Idee? Richtig gute Idee. Den gibt's noch gar nicht, oder? Also ich habe den noch nicht gesehen. Ich habe auch geguckt, nein, gibt's nicht. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich stehe hier und präsentiere euch das Rezept. Ich habe da wieder so ein bisschen getüftelt und es kann direkt losgehen. Zubereitung ist hier auch wieder super easy, super schnell. Und das Endergebnis kann ich euch jetzt schon mal sagen. 1A. So, ich benutze jetzt die Küchenmaschine und verwende jetzt hier den Rührhaken mit der Gummilippe. Falls ihr sowas jetzt nicht da habt, dann nehmt ganz einfach einen Schneebesen und rührt kräftig, weil es geht wieder darum, alles zu verrühren und nichts aufzuschlagen. Das ist ganz wichtig. Außerdem noch ein Hinweis, weil es im letzten Video so ein paar Unstimmigkeiten gab. Ich benutze Doppelrahmfrischkäse. Wichtig ist, dass der salzarm schmeckt. Ich habe jetzt hier diesen entdeckt von Kaufland, von der Eigenmarke K-Bio. Und ich habe aber im Classic San Sebastian Cheesecake Rezept Philadelphia benutzt. Das hatte ich euch ja erzählt, der schmeckt sehr salzarm. Und viele haben sich dann auch vertan und haben mich angeschrieben und gesagt, Kiki, ich finde keinen Frischkäse ohne Salz. Aber ohne Salz und salzarm sind dann doch zwei verschiedene Dinge, weil Salz ist immer enthalten. Aber es geht halt darum, dass es nicht zu salzig schmeckt. Daher nehme ich heute den von K-Bio und gebe den jetzt zuallererst mal in die Rührschüssel meiner Küchenmaschine. Gebe da noch Zucker und Vanilleextrakt hinein und dann wird das ganz langsam miteinander verrührt. Im nächsten Schritt geben wir ganz langsam die lauwarme Sahne mit dazu, auch wirklich nur auf niedriger Stufe ganz kurz miteinander verrühren und anschließend kommt Schokolade zum Einsatz. Hier nehmt ihr am allerbesten 60-prozentige, die habe ich jetzt in der Mikrowelle geschmolzen bei geringer Wattzahl und anschließend auskühlen lassen, sodass sie nicht mehr ganz so heiß ist. Und jetzt gebe ich das auch mit zur Masse und auch wieder nur ganz langsam einrühren. Als nächstes kommen die Eier dazu, die verquirl ich vorab, gebe sie dann ganz einfach zur Masse und lasse sie ganz kurz einrühren. Und das Gute ist, dass wir diesmal ein Ei weniger benötigen als im klassischen Rezept zum San Sebastian Cheesecake, weil die Schokolade ja hier ebenfalls bindet. So, und jetzt kommen Backkakao und Speisestärke zum Einsatz für die Bindung und für noch mehr Schokoladigkeit. Einfach vorab vermischen und dann mit zur Masse sieben, damit auch keine Klümpchen entstehen. So, und das ist jetzt hier der fertige Teig. Der ist mal wieder sehr flüssig. Kann es euch gerne mal hier in Nahaufnahme zeigen. Und der riecht auch schon mega gut. Und dadurch, dass der eben so flüssig ist, verzichte ich auf einen Tortenring, weil ein Tortenring ist zwar toll, da kann man drin backen und später auch noch dekorieren, aber für flüssige Teige zum Backen ist der weniger geeignet, weil da definitiv immer etwas unten ausläuft und deswegen nehme ich wieder eine auslaufsichere, da liegt wirklich die Betonung auf auslaufsichere Springform, die müsstet ihr aber alle seit dem letzten Video zu Hause haben und dann seid ihr da bestens ausgestattet. Wichtig ist jetzt noch, wie ihr die auskleidet. Hier ist 20 cm. 20 cm im Durchmesser, auch sehr wichtig. Der Kuchen ist halt relativ mächtig, kann man sagen, ne?
Und deswegen ist die Größe perfekt. Und da habe ich jetzt den Boden schon ausgekleidet, nehme jetzt mein Backtrennspray und gehe jetzt auch nochmal an den Seiten mit Backpapier ran. Auch sehr, sehr wichtig. So, jetzt habe ich den Teig eingefüllt und gleich kommt noch ein wichtiger Schritt. Da brauche ich gleich dich, Hamza. Ich bin dabei. Super, super Einsatz. Das kommt aber gleich erst. Vorab ganz kurzer Hinweis. Wichtig, dass ihr den Ofen vorheizt. Der muss nämlich heiß sein, wenn der Kuchen reinkommt. Und zwar auf 220 Grad Ober- und Unterhitze. Beim klassischen San Sebastian Cheesecake hatte ich Umluft verwendet. Damit habe ich bei dem Rezept die besten Ergebnisse erzielt. Hier bei dem Schokoteig könnt ihr gerne Ober- und Unterhitze nehmen. Und der kommt dann gleich in den Backofen. Für 25, maximal 26 Minuten. Der braucht nicht so lange wie der klassische. Und ganz wichtiger Schritt kommt jetzt. Hamza, einmal wieder 20 Mal klopfen, damit die Bläschen auch raus sind. Das hast du letztens so gut gemacht. Ja, cool. Du hast mir so viel Glück gebracht und das Gerne. Kannst du jetzt wieder machen. Du kannst ein bisschen Wut rauslassen. Auf jeden Fall. Und ihr zu Hause auch 20 Mal ungefähr einmal klopfen, gerne ein Tuch drunter legen, damit es nicht so laut ist. Und dann kommt er, wie gesagt, für 25 bis 26 Minuten in den Backofen. Übrigens im unteren Drittel backen und danach, bitte seid mir nicht böse, aber danach 6 bis 8 Stunden auskühlen lassen. Der muss ein bisschen länger auskühlen als der klassische, aber das Endergebnis lohnt sich. Also ab in den Ofen damit. Für mich sieht er einfach perfekt aus. Und als ich den Backpapierrand abgemacht habe, kam mir direkt so ein Schokogeruch in die Nase. Also wenn ihr soweit seid und das Backpapier einmal abnimmt, dann achtet mal auf diesen Geruch. Und jetzt kommt der Moment der Momente. Jetzt wird er angeschnitten. Ich bin so aufgeregt. Oh Gott, man sieht hier schon, dass der mega cremig ist. Und ganz traditionell einmal stürzen. Kiki, da fehlt ein Stück, oder? Ja, das ist hier drin. Hier, das habe ich nicht vernascht. Das ist hier noch drin. Ich mache jetzt so ein zweites Stück ab, aber die Konsistenz ist perfekt. Man gleitet so gut durch. Der ist perfekt. Oh, der ist sowas von perfekt. Und zur Feier des Tages habe ich mich hier an unseren Tasty Table gesetzt und mache jetzt hier die Live-Probierstunde. Ihr seht jetzt gleich eine Kiki, die höchstwahrscheinlich ausrastet, weil ich mir nur vorstellen kann, wie lecker das schmeckt. Klassiker, erstmal mit dem Löffel runterziehen. Oh, so cremig. Sehr schokoladig, aber ihr dürft euch jetzt nicht vorstellen, dass das so eine richtig süße Schokobombe ist. Dadurch, dass wir nämlich Frischkäse benutzt haben, schmeckt der auch noch einen Hauch frisch. Diese Kombination ist echt mega gut, also mega gut. Keine Schokosoße. Da würde ich keine Schokosoße drauf machen. Würde ich nicht. Auch keine Vanillesoße, auch nichts mit Erdbeeren. Also ich würde es genauso pur essen. Jeder, der Schokolade mag, wird den Schoko San Sebastian Cheesecake lieben. Da bin ich mir ganz sicher. Ich liebe ja auch Schokolade, deswegen bin ich gerade total verliebt und habe voll die rosarote Brille auf. Also ich mache mir jetzt noch
ein paar gemütliche Stunden mit diesem Kuchen. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich beim nächsten Video. Vorher müsst ihr unbedingt einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Und ich bin auch dafür, dass wir im Anschluss auch noch Hamzas Live-Reaction zeigen. Mal schauen. Nicht mal schauen, auf jeden Fall. So, hinterlasst, wie gesagt, auf jeden Fall ein Däumchen nach oben. Schreibt in die Kommentare, was ihr zu sagen habt. Wollt ihr noch eine dritte Variante? Soll die Geschichte weitergehen oder nicht? Ihr entscheidet. Und ansonsten bis zu... Erdbeer-San-Sebastian-Cheesecake, oh mein Gott. Schreibt, lasst uns auf jeden Fall austauschen, schreibt mir einen Kommentar und dann sehen wir uns auch bei meinem nächsten Rezept wieder. Tschüss. So lecker. Der schmeckt so gut. Darf ich den Test jetzt machen? Du darfst. Den Taste-Test? Ach, du musst, Hamza. Wie geil. Boah, das schmeckt echt gut. Ich hätte es nicht gedacht. Richtig gut, ne? Das ist immer so ein geiler Schokokuchen einfach. Man muss sagen, der ist vom Geschmack her nicht wie der San Sebastian, also der normale. Mhm. Aber der schmeckt auch richtig geil. So ein bisschen Mousse-artig, ne? Ja, genau. Weil so richtig so eine Premium-Mousse-artig. Premium-Mousse, ja, genau. Genau, so richtig Premium-Mousse. Kiki, du bist einfach der Burner, ehrlich jetzt. Du hast dich wieder selbst betroffen. Keine Ahnung, was du da mal machst, wie du das schaffst. Keine Ahnung. Du bist einfach krass. Wer findet auch, dass die Kiki krass ist, dann einfach Daumen nach oben.